fără aia pe când ești Christmas, va, avă. Ba, asta mă ne-ați, nu mă ne-ați. Na, dar zici fiare text. Mama, os brate pe religione, nu-i bă disat în strase. Ia, asta e bombe, da? E, dar e om, ok. Mama. Das ist der Lied 2011. Wie heißt die Schule? Murat und Murat. Murat und Murat. Ausbreitung von Religionen über die Siedenstraße. Obwohl ich in der Gudrunstraße bin. Okay, geh. 5, 6, 7, 8. Ein besonderes langlebige Gut, das über die Seisenstraße transportiert wurde, waren Religionen, so kam beispielsweise der Buddhismus über die nördliche Route von Indien nach China und Japan. Am stärksten während der nördliche Wei, dynastische im 4. oder 5. Jahrhundert. Der Christus war eine Verabreitung östliche Kleinasien. Abgesehen von wenigen Ausnahmen, erst mit dem Beginn der Sans kann ich nicht lesen. Das ist Sassaniden. Okay, warte. Remi! Mach mal Remi. Kann man bitte normal wieder weiterlesen jetzt, okay? Na, von neu, mal, okay? Von neu, letzte Chance, ne? Okay. Auch die Komma. Letztes Mal, komm. Jetzt Horsbeat, gell? Horsbeat. Warte, warte. Nein, ich mach. Du schickst es mir dann, gell? Nein. Nicht Priester, Alter. Ja. Oh ja, mach Rap, Okay. Auch die Religionen des Zoroastrismus, des Manichäismus, beidens Lehrer persischen Ursprungs, wurde über die Seidenstraße verbreitet. Mach so ein bisschen Reggae-mäßig. Reggaeton. Ausbreitung von Krankheiten, genauso wie der religiöse Vorstellung oder Kulturen, Güter verbreiten sich auch immer wieder Krankheiten und Infektionen. Halleluja! Entlang der Seidenstraße fernziehen an Hafenden auszugreifen, die wiedererlebten noch erworben und nicht die Krankheiten, die sie auslösten besaßen. So entstanden Epidemien, die zu dramatischen Konsequenzen führen konnten. Okay, aus. Nächster Absatz, normal, noch einmal. Adler, bitte.